Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen, lieber Zuseher. Schön, dass du wieder dabei bist. Ein interessantes Gespräch heute. Mein Gast ist Rainer Feistle. Und es geht um die UFO-Konferenz, die Anja Schäfer im Sommer heuer veranstaltet. Ich hatte mit ihr schon ein Gespräch. Das werde ich unterhalb verlinken, wenn du es noch nicht gesehen hast. Und ich hatte auch schon ein Gespräch mit Nepomuk Meyer zu seiner Wendezeit, aber auch er ist bei dieser Konferenz dabei. Und heute geht es eben um Rainer Feistle. Herzlich willkommen auch dir. Magst du erzählen, lieber Rainer, wie kam es dazu, dass du bei dieser Konferenz dabei bist und was ist dein Beitrag dazu? Was wirst du vortragen? Ja, erstmal, liebe Michelle, herzlichen Dank für deine Einladung. Und ja, die Anja kenne ich ja nun auch schon ein bisschen länger. Sie hat ja früher mit mir öfters auch mal über ihren Kanal Videos gemacht oder Interviews gemacht. Ich habe ja meinen YouTube-Kanal, ich bin da ja noch recht jungfräulich, erst seit Januar letztem Jahr eröffnet, weil ich einfach auch den inneren Impuls bekommen habe, hin und wieder mal so meine Impulse ins Feld reinzugeben oder anders auch mal mit interessanten Gesprächspartnern Gespräch zu führen. Ja, und so, die Anja war ja auch schon mehrfach bei mir auf der Kongresse, mein Büchertisch. Und als sie mir letztes Jahr gesagt hat, dass sie eine internationale UFO-Konferenz veranstalten möchte, ich ziehe jetzt schon mal geistig meinen Hut, weil das ist wirklich eine Riesenarbeit, was sie da wirklich auf sich genommen hat, ja. Ich kenne mich ja aus, ich war ja früher schon auf den UFO-Konferenzen. Es gab meiner Meinung nach die letzte internationale UFO-Konferenz, war glaube ich 2000, wo Werner Förster noch veranstaltet hat, wo Rainer Heube das moderiert hat. Und es wird wirklich Zeit, Michael, dass wieder in die Richtung eine Konferenz gemacht wird, weil es tut sich ja im Moment unglaublich viel. Es werden unglaublich viele seltsame Dinge am Himmel beobachtet und ich denke auch so rein gefühlsmäßig vom Zeitfenster hat sie genau das richtige Momentum erwischt, jetzt eine internationale UFO-Konferenz zu machen. Und das zeigt ja auch schon, sie musste ja jetzt schon umswitchen auf die große Halle. Sie hat ja vorher nur die kleine Halle. Und ja, ich freue mich ganz besonders auf die UFO-Konferenz, weil das Thema außerirdische Kontakte ist ja eigentlich mein Steckerpferd, wo mich schon seit meiner frühesten Kindheit begleitet. Auch wenn ich jetzt schamanisch arbeite, das hat ja mit dem einen, mit dem anderen nichts zu tun, weil der Weg hat mich einfach auch zu derer Arbeit hingeführt. Aber ich weiß auch, Michele, dass da noch in den nächsten Jahren unglaublich viel auf die Menschheit zukommt. Das hat auch was mit der Transformation zu tun. Und ich denke, die Menschheit wird jetzt langsam auf den Kontakt vorbereitet. Ja. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders, auch wieder meine Erlebnisse nochmal nahe zu bringen. Ich habe jetzt extra für die UFO-Konferenz einen neuen Vortrag ausgearbeitet. Den Vortrag habe ich sozusagen in drei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil werde ich den Menschen einfach nochmal näher bringen, was ich in meiner frühesten Kindheit oder was mich in meiner frühesten Kindheit schon immer begleitet hat. Die ganze Kontaktgeschichten, ja. Da werde ich sozusagen eine Zeitreise mit den Menschen machen in ihre Kindheit, um vielleicht sie wieder zu erinnern. Weil ich weiß ja aus meinen Erfahrungen, und als ich damals Unternehmen Aldebaran herausgebracht habe, wo Jan van Helsing unter seinem Namen unsere Geschichte publiziert hat, ich hatte ja damals unglaublich, da gab es ja noch kein Internet der 90er Jahre, in dem Sinn, ich hatte ja unglaublich viele Zuschriften aus, und das ist ja das Interessante, aus alle gesellschaftliche Schichten bekommen, wo Menschen eins zu eins mir bestätigt haben, Rainer, das, was du in deine Bücher geschrieben hast, hätte ich schreiben können, weil ich genau das Gleiche erlebt habe. Ich habe zum Beispiel einen Schweizer Bankdirektor da gehabt, der gesagt, ich traue mich einfach nicht, mich öffentlich zu outen, weil wenn ich mit dem Thema an die Öffentlichkeit geht, da würde er seine ganze berufliche Reputation aufs Spiel setzen. Und ja, und da kamen eben aus allen Schichten Bestätigungen, wow, sowas Ähnliches habe ich auch erlebt. Deswegen will ich eben nochmal auf eine Konferenz,
mit Bildern, weil Bilder, du weißt es selber, sind die Sprache der Seele. Und wenn ich dann da so Bilder bringe und die Menschen einfach mal reinfühlen lasse, jetzt fühlt mal rein, wie war es bei euch in der Kindheit? Hattet ihr vielleicht auch mal überraschenderweise öfters Nasenbluten und wusste gar nicht warum oder einfach mit so Bildern arbeite, weil, oder hattet ihr auch Angst nachts beim Dunkeln zu schlafen, ihr brauchtet immer ein Lichtlein oder hattet ihr zum Beispiel so das Gefühl, da kommt eine fremde Präsenz rein und dann habt ihr aber wieder, habt das wieder vergessen, aber ihr habt immer irgendwie gespürt, da ist irgendwas, wir sind nicht allein. So, und da möchte ich einfach nochmal ein bisschen tiefer reingehen, um vielleicht die Menschen nochmal erinnern, weil es sind viel, viel mehr Menschen, die in Kontakt stehen, die sich aber gar nicht darüber bewusst sind. Ja. So, und im zweiten Teil will ich einfach nochmal, weil das hat dann mit Aldebaran zu tun, nochmal einen kleinen geschichtlichen Abriss machen, weil letztendlich, ja, wenn wir von UFOs sprechen, Deutschland ist ja das Kernland oder das Mutterland der UFOs. Da wurden ja die UFOs gebaut. Und da muss man, will ich einfach nochmal so ein bisschen der spirituelle Hintergrund geben, wie das alles zustande gekommen ist, dass über sogenannte Freegesellschaft, über die Free Damen, die transmediale Kontakte hergestellt wurden, wo quasi die Bauanleitung für die, und jetzt wird es interessant, für die Jenseitsflugmaschinen gebaut wurden. Die nannten die ja Jenseitsflugmaschinen, nicht UFOs. Das wurde ja erst später in Amerika drüber betitelt, wenn man, wo man die Untertasse gesehen hat, UFOs. So, und im dritten Teil, das ist mein Lieblingsteil, da möchte ich die Menschen nochmal hinführen, in, einfach nochmal durch so ein geistiges Portal reisen. Wo führt uns die Reise noch bis 2030 hin? Weil wir sehen ja gerade im Moment unglaubliche Umbrüche, dass im Moment gerade unglaublich viel Energien fließen, wo Erinnerungen hochkommen. Und da spricht jetzt der Schamane aus mir, weil ich kriege auch so viele Menschen, die zu mir kommen und in Einzelsitzungen kommen. Ich merke auch, liebe Michele, dass im Moment viele Menschen gerade so in der Orientierungsphase sind, in der Umorientierung, die auf einmal spüren, das Alte, was ich so beruflich mache, das, ich fühle mich da nicht mehr wohl. Ich will irgendwie aus diesem ewigen Hamsterrad aussteigen. Ich will was tun für Mutter Erde, für die Menschen, für alle Mitgeschöpfe. Also da passiert gerade Wunderbares und da möchte ich einfach nochmal so ein bisschen Einblick geben, was ich jetzt aus schamanischer Sicht über Mutter Erde wahrgenommen habe, was da auf uns zukommt. Und ja, das wird mit Sicherheit ganz spannend und ich bin selber gespannt, wie die Menschen darauf reagieren, weil viele haben jetzt können sich das einfach noch nicht vorstellen. Und es sind ja viele, wo behau viele sagen, die, vor allem auch aus den indigenen Völkern heraus, die sagen ja, es wird eine Trennung kommen. Es wird eine Trennung kommen, dass quasi aus der Erde eine neue Erde erwächst und die Menschen, wo in der Frequenz mitschwingen, die werden irgendwann in naher Zukunft aus dem Sichtfeld der andere verschwinde. Ich weiß, das ist fast nicht vorstellbar, aber da geht es schon los und unsere Vorstellungskraft, weißt du? Und ich sehe die Trennung ganz klar und ich kann nur euch nur sagen, da kommen großartige Dinge auf uns zu in den nächsten Jahren und ich betone es immer wieder, wir stehen erst am Anfang der Transformation. Ja, das wird noch richtig an Fahrt aufnehmen. Und das Thema außerirdische UFOs wird da auch noch eine zentrale Rolle spielen. Ich weiß ja, du beschäftigst dich ja auch viel mit den Themen. Dein Kanal heißt ja Galaktische Botschaften der Liebe. Also das sind ja auch zentrale Themen, wo dich umtreiben, liebe Michele. Und ich finde es auch klasse, was du da an Informationen ins Feld gibst. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Menschen da draußen einfach. Ich sage immer, die müssen das einfach fühlen. Ja, es geht, und da sind wir wieder im Thema drin. Ich muss immer schauen, dass ich das zusammenbringe.
Weil meine Erlebnisse, wo ich damals erlebt habe, es ging zentral bei den kleinen Grauen. Es ging immer um unsere menschliche Emotion und Gefühle. Und weißt du, schau mal, wenn du jetzt genau schaust, wo die Entwicklung, die aktuelle Entwicklung auf 3D hingeht mit der transhumanistischen Agenda, ja, die zielt ja darauf hin, diesen Planeten im wahrsten Sinne des Wortes zu entseelen. Ja, und deswegen ist es so immens wichtig, dass wir mit unserem Bewusstsein, mit unserer Liebe, unsere Umgebung wieder mit unserer Liebe beseelen. Ja, ich habe mal ein schönes Beispiel gegeben. Ich habe früher ein Teddybär-Kit, ja. Das war mein, ich habe den noch mit 7, 8, 9 gehabt und habe meine Mutter den Teddybär mal irgendwann, der war so abgegriffen, in den Mülleimer geschmissen. Da sei, du kannst doch mein Fipsit in den Mülleimer werfen. Ich habe quasi mit meiner Liebe den Teddybär beseelt. Ich versuche auch, mein Auto, das hört sich jetzt blöd an, gebe ich einen Namen. Ich versuche alles in meiner Umgebung mit meiner Liebe zu beseelen. Und wenn das alle Menschen wieder immer mehr tun, dann kommt wieder Beseelung in unsere Welt, weil die Richtung geht ja genau in eine andere Richtung, die mit der ganzen KI und transhumanistischen Agenda. Und da müssen wir durch unser Sein, durch unsere Herzensenergie einfach dagegen wirken. Ja, und ich freue mich jetzt wirklich riesig auf die UFO-Konferenz, bin selber gespannt, auch auf die anderen Dozenten, was die so alles erzählen werden. Und ich, ja, ich lasse mich wirklich überraschen, wie viele Menschen kommen. Ich denke, da wollen schon noch einige Menschen kommen, weil im Moment wirklich viel passiert. Ich habe gerade gestern ein ganz interessantes, langes Telefonat mit einem jungen Familienvater gehabt, der Unglaubliches erlebt hat. Es wäre wirklich interessant, das mal im Kanal bei mir in die Öffentlichkeit zu tragen, aber die Entscheidung muss er selber treffen, weil das ist, hat natürlich auch viel mit Mut zu tun, weil er hat auch ein sehr seltsames Erlebnis gehabt draußen und er ist auch technisch versiert und hat die ganze technische Geräte im Haus und konnte das messen, ja, dass da Frequenzen da sind. Und das war für mich hochinteressant. Ich werde selber mit ihm weiter dranbleiben und ich habe ihm gesagt, wenn er vom Gefühl her das Gefühl hat, das einmal auszusenden in den Raum, dann soll er sich bei mir melden. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass viele da eben Angst haben, öffentlich über die Dinge zu reden, weil ich spreche da aus eigener Erfahrung seit 95, was ja viele auch nicht wissen. Meine Frau und ich, wir waren mehr oder weniger wirklich die Erste im deutschsprachigen Raum, die mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ja? Und es sind so viele Menschen dort draußen, die Erfahrungen machen. Und ich denke, das wird jetzt im Zuge der Transformation, ich sag mal, die Schleier, die werden jetzt immer dünner. Das heißt, wir alle, du, ich, jeder von uns, wie wir hier inkarniert sind, ja, sind durch den Schleier des Vergessens gegangen. Aber die Schleier, die dürfen sich jetzt langsam lösen. Die lösen sich jetzt langsam. Also das heißt, wir dürfen uns immer mehr an frühere Inkarnationen erinnern, um da möglicherweise noch Dinge aufzulösen. Ja, zu transformieren für die neue Zeit. Aber was das Wunderbare ist, Michele, auch die Räume in die Multidimensionalität geht immer mehr auf. Ja? Und du weißt es auch, ich meine, ich kenne ja deine Themenschwerpunkte auch, dass wir multidimensionale Wesen sind, parallel auf verschiedene Welten gleichzeitig erleben. Klar, der Verstand kann es fast nicht fassen, aber die Räume tun sich jetzt auch auf. Also, Du, mein unglaublich. Lieber, ich möchte Gefühl als Stichwort nehmen, denn du bist ja nicht nur bei der UFO-Konferenz, sondern auch bei der Venus mit Liebe-Konferenz dabei. Die Anja hat in unserem Gespräch so schön gesagt, das eine ist eher die Yang-Geschichte, also der UFO-Konferenz, und die Venus mit Liebe ist eher so der Yin-Gegenpol. Ja? Also das ist schön, sie sagt, also ich bewundere sie grenzenlos. Also mir würde schon einer überfordern, aber zwei parallel zu veranstalten. Also. Ja, aber sie kriegt die Kraft und sie wird ja geführt. Aber ich finde es so schön, eben dieses Spiel mit Yin und Yang. Magst du noch kurz erzählen, was bei der Venus mit Liebe Konferenz, was du dabei bringst, beitragst?
Ja, also da habe ich auch nochmal speziellen Vortrag ausgehabt, da mache ich ja nur eine Stunde. Da werde ich auch eingangs vorher erstmal eine schöne Meditation mit den Menschen machen, damit sie gleich mal eine starke Verbindung zur Pachamama und zur Quelle nach oben versuche ich dann aufzubauen, sodass man wirklich erstmal in die Ruhe kommt, weil das ist ja das Wichtige. Wir müssen erstmal lernen, wieder die Datenautobahn da oben ruhig zu stellen. Wir werden ja so mit Daten überflutet. Nur in der Ruhe, in der Stille können wir wieder, ja, ich sag mal, da kommen die Eingebungen. Manche würden jetzt von Channeling sprechen. So weit will ich jetzt gar nicht gehen. Da kommt einfach vom großen Geist dann die Information. Und dann werde ich natürlich nochmal speziell bei der Anja den Vortrag machen, was Transformation der neuen Welt, was uns in den nächsten Jahren so Stück peu à peu erwartet. Parallel habe ich ja mit der Anja noch ausgemacht, dass ich eventuell auch in der Gruppe, was ich ja auch in der Einzelsitzung mache, eine Seelenreise anbiete. Und die Seelenreisen, das sind wirklich sehr tiefgreifende Erfahrungen, wo da die Menschen machen. Ich habe da 24 Welten, wo die Menschen ablaufen müssen, wo sie wirklich über das Herzzentrum, übers Gefühl, ob ich jetzt eine Karte auf den Tisch ziehe, eine Krafttierkarte ziehe oder über die Fußchakra reinspüre, mit welcher Welt ich in Resonanz gehe. Und die dürfen natürlich die Welt nicht sehen. Ist ja logisch, Michael, weil ich will ja nicht, dass der Ego sagt, oh ja, ich will jetzt zu der Plejade oder der Sirianer, weil die gerade angesagt sind. Nein, ich möchte, dass der Impuls wirklich aus der Seele schwingt. Ich habe auch alte Zeitepochen wie Atlantis, Lemurien oder innere Welt drin oder Engelwelt, alle mögliche. Ja, natürlich auch die Repto, ja, Alpha Draconi, weil wenn da jemand energetische Anbindung hat, dann ist da einfach noch eine Verbindung da. Und da mache ich eben ein schönes Ritual im Kreis, damit die Menschen einfach mal spüren, dass es was Heiliges ist, was wir hier machen. Ja, da trommle ich dann auch und räuchere ich erstmal und dann müssen die noch im Ritual nochmal laut aussprechen. Einfach, dass das was Heiliges ist und dann werden erstmal die Welten abgelaufen und dann wird geschaut, wer wohin geht und dann führe ich die gemeinsam rüber zu ihrer Seelenwelt, lasse spüren, bring sie wieder zurück zum Ausgangspunkt und dann tun wir natürlich noch in der Gruppe, jeder darf sich dann reingeben in den Kreis, was er erlebt hat, ja. Und das sind immer interessante Erfahrungen. Das, in der Gruppe haben wir natürlich eine gewisse Gruppenenergie, ist eine andere Energie, wie wenn ich natürlich in der Einzelsitzung mit den Menschen arbeite, weil da mache ich dann nachher hinterher, wenn die Menschen bei mir auf der Liege liegen und ich dann fertig bin, mache ich meine Energiearbeit und dann bekomme ich oftmals noch aus dem Energiefeld von den Menschen aus der geistigen Welt noch Informationen bezüglich der Seelenreise. Oder aber auch bezüglich, was möglicherweise in naher Zukunft bei Ihnen auf der seelischen Ebene einfach noch ansteht, weil viele sind ja gerade auf der Suche nach ihrer Berufung, nach ihrem Seelenweg zu folgen. Ja. Ja, ganz spannend. Also wir werden natürlich auch deinen Link, also deine Website unten setzen, also sowohl die Anmeldung zu den beiden Konferenzen. Ich finde diese Ergänzung so schön, ja. Das eine eher das Kognitive, die UFOs, aha, und interessant. Und den Yin-Anteil einfach die Erfahrung, das in sich hineingehen. Finde ich wunderschön. Ja. Und ja, ich sag danke. Ich sag danke und ich kann mir vorstellen, dass du einige angesprochen hast, jetzt die bei der Anja vielleicht noch überlegt haben, aber die jetzt sagen, jetzt bin ich dabei. Ich Ja, würde mich sehr, wunderbar. sehr freuen. Ja, liebe Michele, wunderbar. Es hat mich gefreut, dass du mich heute eingeladen hast und jederzeit können wir zwei auch mal ein Gespräch führen über deine Tätigkeit, was du so machst, weil ich finde es unglaublich wichtig und meine Intention geht ja auch dahingehend, wenn du vielleicht mal bei mir im Kanal reingeschaut hast, ich unterstütze auch
junge Menschen, die jetzt einfach auch aktiv wurden, weil ich sage immer, wir werden noch viele, viele Menschen brauchen, die einfach andere Menschen an die Hand nehmen und Impulse geben. Jeder hat da seine ganz spezifische Gabe und die neue Zeit, weißt du, Michele, die neue Zeit heißt miteinander sich gegenseitig zu unterstützen und nicht irgendwie so das Neidprogramm. Das sind alles noch die Programme aus 3D. Und das sind auch immer so meine Intentionen, auch wenn ich Kongresse mache. Ich gebe auch mal Nobodies sozusagen eine Bühne, wenn sie den Mut haben, sich auf die Bühne zu stellen und ihre Weisheit oder ihre Erkenntnisse mal größerem Publikum mitteilen. Das sind so meine Intentionen, wo ich immer, und das war schon immer so, auch mal Menschen zu interviewen, die man jetzt so nicht kennt, um denen einfach auch eine Plattform zu geben. Und ja, und das macht mir einfach Freude. Ja. Denn wir, das ist das Schöne, Genau. wir sind kein Ich, sondern wir sind kein Ich und du, wir sind ein Wir. Sehr schön, ja, Eine wunderbar. schöne, das ist die neue Erde. Also für mich ist das ja ein ganz wichtiges Thema. Ja. Und ich glaube, so gemeinsam werden wir sie erschaffen. Auf Ich jeden danke dir und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Fall. Danke, liebe Michele, und dir eine gute, gute Zeit, ja? Danke, danke dir auch. Und ja, auch dir danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Mitschwingen. Und wenn du dich anmelden möchtest, du findest den Link unterhalb von diesem Video, aber du findest auch die Website von Rainer. Vielleicht hast du jetzt Appetit auf deine ganz persönliche Seelenreise. Würde mich freuen. Ja, Danke. wunderbar.